Wenn die Frau mit dem letzten Mann nicht zufrieden war, wie ist die Sache? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Also, es gibt eine Überlieferung oder beziehungsweise eine Aussage von den Gelehrten. Sie sagen, außer der, die ich erwähnt habe, dass die Frau mit dem letzten Mann heiratet, mit dem sie zum Schluss verheiratet waren. Eine andere Aussage der Gelehrten ist, sie heiratet mit dem, mit der die besten Charaktereigenschaften hatte. Also mit dem sie zufrieden war, letztendlich. Aber dafür gibt es keine authentische Überlieferung. Deswegen, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wir können nur sagen, wo wir auch Beweise dafür haben.